habe Kies eben schon schnell in die Schule gebracht, war dann jetzt eben Auto waschen. Wir haben es jetzt 10 nach 8. Für mich geht es jetzt noch eben schnell zum Bäcker, hole mir frische Brötchen, werde dann in Ruhe frühstücken und ganz entspannt in den Tag starten. Ich bin wieder zu Hause, werde mich jetzt mal eben ganz schnell schminken. Das habe ich nämlich eben vor der Schule nicht mehr geschafft. Damit nicht wieder die ganzen Kommentare kommen von wegen, boah, du siehst so müde aus, hast du schlecht geschlafen? Ohne Witz, diese Kommentare bekomme ich fast täglich. Ja, ich sehe vielleicht oft müde aus, bin es aber nicht. Ich bin nun mal keine 16 oder 18 mehr. Ich bin fast 31, jetzt in 4,5 Wochen oder so. Ich habe hier und da ein paar kleine Fältchen, Augenringe vielleicht mal. Ich habe hier und da ein paar graue Haare. So ist das halt im hohen Alter. Ja, aber damit ihr diesen Anblick hier nicht länger ertragen müsst, werde ich mich jetzt mal eben ein bisschen aufhübschen. Ob es was bringt, keine Ahnung, ich mach's einfach. So, die Verwandlung ist fertig. Vielleicht sehe ich jetzt nicht mehr wie fast 31 aus, sondern wie 29. Nee, keine Ahnung. Leute, ich bin wirklich nicht immer müde, auch wenn ich so aussehe. Es ist einfach mein Gesicht. Kommt damit klar oder lasst es bleiben. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal schnell frühstücken, dabei eine Folge unter uns von gestern nachgucken. Das mache ich dann immer morgens beim Frühstück. Und dann muss ich noch ganz, ganz fleißig sein. Ich muss noch eine Homepage für eine Fotografenkollegin fertig machen. Ich muss noch 2 Fotoaufträge komplett fertig machen vom Wochenende. Ich habe also noch einiges zu tun und die 5 Stunden, bis ich Kies wieder abholen muss von der Schule, die gehen immer so schnell um. Deswegen werde ich jetzt ein bisschen reinhauen. Ich bin den ganzen Vormittag nicht zum Film gekommen. Ich habe fleißig gearbeitet, habe leider nicht ganz alles geschafft, was ich mir für heute vorgenommen habe. Aber jetzt ist es schon wieder 1:45 und ich muss Kies von der Schule abholen. Ja, ich gucke gleich mal eben schnell in den Briefkasten, ob jetzt der Adapter für den zweiten Monitor endlich da ist. Ich hoffe es. Dann kann ich das nämlich danach gleich mal probieren, ob das alles funktioniert. Wieder nicht. Irgendwie ärgert mich das echt, dass der Adapter jetzt immer noch nicht da ist. Der sollte gestern geliefert werden. Gestern war er nicht da, heute auch nicht. Kennt ihr das, wenn man dringend auf etwas wartet und es kommt dann einfach nicht? Ja, genau so geht es mir gerade. Ja, man muss das ganz alles alleine machen. Ich kann einmal die Tür öffnen. Habt ihr heute Hausaufgaben auf? Arbeitsheft oder was? Ja. Mathe Arbeitsheft oder was? Ja. Und da haben wir ein Arbeitsheft. Und hast du ja viel auf heute, wa? Hä? Dann hast du ja relativ viel auf heute. Nö. Ist das nicht viel? Nö. Also, das hier alles. Willst du Hausaufgaben jetzt machen oder später? Später. Später? Und warum hast du dein Frühstück wieder nicht aufgegessen? Ich hab keinen Hunger. Kies hat sich gerade eine gemütliche Hose angezogen und da ist mir ganz schön viel Sand entgegengekommen. Ich wette, in den Schuhen wird auch wieder ganz schön viel Sand sein. Deswegen schütte ich die jetzt mal eben aus. Ich habe ja nicht gerade eben erst gesaugt. Nein, natürlich nicht. Kinder, ey, die bringen immer den halben Sandkasten mit nach Hause. Das ist so schlimm. Aber Hauptsache, sie haben Spaß in der Schule. Ich bin gerade so übelst unmotiviert. Ich habe ja heute Morgen schon einiges geschafft. Aber seitdem ich Kies von der Schule abgeholt habe, ja, irgendwie ist dann meine Motivation auch flöten gegangen. Ich wollte heute eigentlich noch ein bisschen was schaffen. Ich wollte unsere Abstellkammer endlich mal aufräumen, denn da sieht es aus wie Sau. Das ist auch der einzige Raum, den ihr hier noch nie gesehen habt in meinen Vlogs. Aus guten Gründen, da ist immer Chaos. Ich wollte das auf jeden Fall heute aufräumen. Da sind noch ganz viele Sachen drin, die ich verkaufen möchte. Die muss ich erst alle abfotografieren. Deswegen stehen die nicht auf dem Dachboden oben, sondern halt alle in dem Abstellraum noch. Und es stapelt sich immer mehr. Ich muss da ganz, 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 ganz dringend beigehen. Aber ich habe einfach keine Lust. Das Schlimme ist ja, je mehr das wird, desto weniger Lust hat man, erstmal überhaupt anzufangen. Wenn man dann endlich angefangen hat, dann geht's ja. Aber ja, ich glaube, ihr kennt das. Jetzt ist es schon 15:08 Uhr. Draußen regnet es natürlich mal wieder. Das heißt, wir können heute auch draußen nichts wirklich machen, sind also quasi in der Wohnung gefesselt heute. Ja, wenn ich mich wenigstens aufraffen könnte, irgendwas zu tun.
Heute ist echt so ein komischer Tag irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich werde jetzt aber auf jeden Fall erstmal eben die Bettwäsche neu beziehen. Und wenn ich dann erstmal angefangen habe, vielleicht komme ich dann ja erstmal so richtig in Schwung und räume dann auch noch den Abstellraum auf, was ich mir für heute eigentlich echt vorgenommen habe. Übrigens fragen mich immer wieder Leute, warum in Keys Bett nie Bettwäsche liegt. Das liegt ganz einfach daran, dass er meistens hier bei mir mitschläft. Ab und zu schläft er auch in seinem Bett. Er darf es bei mir einfach selber entscheiden, ob er in seinem Zimmer schlafen möchte oder hier. Ich habe da überhaupt kein Problem mit. Ich bin sowieso Single und alleine. Dann ist das die andere Betthälfte sowieso frei. Und ja, dann darf er hier auch gerne schlafen. Fertig! Ah. Jetzt könnte ich gleich liegen bleiben und schlafen. Nein! Du machst den Abstellraum! Was? Okay, warum habe ich den Stein jetzt verloren? Boah, das Hinlegen war ein Fehler. Wenn man erstmal liegt und dann wieder aufstehen muss. Wenn man eh gerade so unmotiviert ist. Ja, aber ich muss echt noch was tun. Es macht sich leider nicht von alleine. Ich habe mich jetzt endlich aufgerafft. Ich habe angefangen mit der Kammer des Schreckens. Ich habe hier schon Sachen hingestellt, die definitiv auf den Dachboden kommen. Das wird gleich definitiv noch mehr sein. Und Kies sitzt hier einfach ganz dreist, mega faul. Hat er sich jetzt hier den Stuhl hingestellt in die Küche, in den Flur. Und mit seinem Tablet. Anstatt mir mal zu helfen, ne? Sitzt du einfach da. Ach, du wartest auf mich. Nachher spielen wir noch, okay? Habt ihr versprochen. Denn erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Der ganze Flur steht jetzt hier auch schon mittlerweile voll. Und das ist wie gesagt nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Der Abstellraum ist immer noch proppevoll. Oh, ja, ich werde jetzt schon mal erstmal einen kleinen Teil auf den Dachboden bringen. Den Papiermüll rausbringen. Und in den Koffern sind meine Flohmarktsachen. Die sind allerdings auch nicht mehr ganz so proppevoll, denn da habe ich schon einiges wieder von verkauft. Ich muss mal gucken, ob ich da einiges von umpacken kann, alles ein bisschen zusammenpacken kann, damit sich das Ganze mit den Koffern vielleicht auch auf ein, zwei Koffer reduziert. Das würde auch schon mal wieder gut Platz geben. Ja, auf jeden Fall habe ich noch ganz, ganz viel zu tun und ich werde die Kamera jetzt erstmal ausmachen, sonst werde ich nämlich nie fertig. Kies wartet nämlich schon, dass wir spielen, aber der Anfang ist wenigstens gemacht. Das ist schon mal ein großer, wichtiger Schritt. Ich bin soweit erstmal fertig für heute, zumindest habe ich jetzt auch keine Lust mehr. Ich habe einiges geschafft. Kies hat mir eben auch noch ganz fleißig geholfen und dafür hat er sich jetzt verdient, dass ich mit ihm spiele. Du kannst dir ein Fragezeichen oder so einen weißen Block markieren. Ja, das ist schon was alles. Nee, das mache ich gerade, oder bin ich ja gerade auf dem Weg? Ja, was? Doch, wenn du mal mehr nach in die andere Richtung gehen würdest, dann hättest du in der einen Seite gibt es doch richtig viel zu tun. Ja? Da finde ich noch was. Ja. Das kannst du dir festlegen und jetzt musst du auf der Atlas-Tastatur. Ja. Richtig. Stimmt auch der Mundus. Keine Ahnung, ich bin doch dunkel. Mach gleich Essen. Oh mein Gott. Die Wäsche aufhängen, dann mach ich Essen. Okay? Ja. Hä?
So eben die Wäsche aufhängen und dann mach ich Essen. Ich mag meine Teppich. Ich krieg dich kuschelig. Haben wir gut ausgesucht, ne? Ja. Hast du schon Dollar? Ja. Weißt du auch schon, was du essen möchtest? Nein. Ich bin hier jetzt gerade am Essen machen, deswegen beende ich den Vlog an dieser Stelle. Wir werden uns das jetzt gleich schmecken lassen und dann den Abend in Ruhe ausklingen lassen. Vielen Dank, dass ihr wieder zugesehen habt und bis morgen um 17:30 Uhr. Schaltet alle ein. Ciao.